vom Rathaus und schaue mir die Ausstellung an, 125 Jahre Hamburger Rathaus. Und werde mal schauen, welche Geschichte hinter dem Rathaus steckt. Bis dann, ciao. Ich komme gerade aus der Ausstellung, habe mir das durchgelesen, die Geschichte, habe mir das angeschaut. Einige Bilder finde ich ganz gut. Am besten liest man sich das selber mal durch. Ich hätte mehr erwartet, ehrlich gesagt, und mehr zur Geschichte sozusagen. Und ja, verlasse jetzt wieder das Rathaus Hamburg und ja. Also ich kann es empfehlen, da mal reinzugehen, das durchzulesen und bis dann. Tschüss. Ich bin wieder zu Hause. Ich mache mir jetzt was zu essen. Ich habe noch ein bisschen geschnurrt. Ja. Und Kaffee. Auch noch. Und werde jetzt mal was zu essen machen. Ja, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr stressig irgendwie. Von der Seite dann irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Ich weiß gar nicht, wann das lief. Aber es ist gibt jetzt Ananas-Sandwiches. Habe ich mir so überlegt. Ja, ich war ja beim Rathaus. Nochmal ein bisschen schnorren in Hamburg. Sagt man aber Schnurr. Ja, ich fand die Ausstellung eigentlich interessant, aber ich fand, es gab nur vier, fünf Bilder, die mir gefallen haben. Weil das Rathaus kenne ich ja normal seit meiner Kindheit. Und dann habe ich ja mir die Gründergeschichte, wie das Rathaus zerstört wurde und vor allem wie es wieder aufgebaut wurde. Schade, da hätte ich ein bisschen mehr zu gewusst. Vielleicht ist das Stadtarchiv ja auch nicht so jedem vorbehalten, ich weiß es nicht. Also vor allen Dingen, wie die einzelnen Räume aufgebaut sind, das hätte mich mal interessiert. Ich einfach nochmal
so eine Rundführung als Touristin. Ich weiß es nicht. Doch, nee, das hätte mich wirklich interessiert. Manchmal aber erstmal ein paar Sandwiches und trinke auch noch so. Außer Dosen. Ja, ich habe jetzt, muss man. Knien nieder vor dem heiligen Küchen. Ich muss mal kurz gucken. Wo habe ich dann? Ja, das finde ich jetzt wohl nicht so. Doch, da ist er. Ja, ich bin gerade mal wieder durch so ein Gehäcksel gelaufen, glaube ich. Und wenn man das irgendwie seit 2014 hat, ist das schon sehr. Schalte ich mal auf 2. Weil noch geht mein Herd, mein Strom auch. Ist Ananas. Außer Dose. Ja. Ich werde jetzt mal die Bilder und das. So, also ich habe nicht viel fotografiert. Ich habe ja auch nicht, ich habe ja nicht, ich habe nicht die Fotos fotografiert, weil die ja unter Namen laufen und das hätte ich irgendwie absprechen müssen. Und, Urheberrechte und so. Ich meine, es ist zwar öffentlich, deswegen könnt ihr gerne da hingehen. Ich verlinke euch das nochmal. Und schade, ich hätte eigentlich, mir wäre es lieber gewesen, größere Tafeln gehabt zu haben von der Geschichte und einen längeren Text. Aber vielleicht ist das auch so, dass Menschen alles so in 4 oder 5 Zeilern irgendwie. Keine Ahnung, woran das liegt, dass man nicht die gesamte Geschichte ein bisschen ausführlicher bekommt. Und auch nicht, wie die Räume in der Architektur zusammengestellt wurden, von wem. Und auch nicht so unbedingt, mir fehlt so ein bisschen das, was am Anfang noch da stand, warum das so gebaut wurde, fehlt mir dann am Ende wieder. Weil da fehlte das Bewusstsein einfach. Fand ich. Ja. Okay, dann bis dann. Tschüss.